So, wir sind wieder zurück. Ja, es wollen jetzt gleich welche kämpfen wieder. Ich muss hier auch mal gucken, was haben wir denn da noch eigentlich drin? Da haben wir Blaubeerkuchen aus irgendeinem Grund drin. Und hier haben wir noch ein paar Waffen und sonst was. Also Waffen sind wir bedient. Ja, hier hat irgendjemand eine Tafel angebracht. Die man mit einer Spitzhacke, wie es aussieht, abbaut. Warum baut man eine Tafel mit einer Spitzhacke ab? Kann mir auch keiner erklären. Ich mache doch mal hier, ich leg mich doch mal hin. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange das heute dann geht, weil es wollen jetzt nur so ein, zwei oder drei können heute. Dann die nächsten müssen dann wohl morgen weitermachen. Aber vielleicht kriegen wir sogar schon das so hin, dass wir zumindest ein Viertelfinale schon spielen können. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte eine Spitzhacke holen, ne? Und das Ding, warum habe ich das überhaupt dabei? So, Pickaxe. Ja, heute bin ich gerade hier tatsächlich alleine auf dem Server noch. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Nehme ich mir doch mal die Tafel mit. Und wo kann man die denn anbringen? Wie macht man die? Da brauche ich Blackstone und Slabs und Quarz. Dann wollen wir das doch mal machen. Blackstone. Slab. Hier die und Quarz. Mache ich mir mal hier so. Dann können wir nämlich eine große Tafel da anbringen, wo wir dann irgendwie Ergebnisse oder so aufschreiben können. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist natürlich, was ich wollte. Das ist Kacke irgendwie. Ich glaube, das lassen wir doch mit der Tafel. Wenn man da nur drauf malen kann. Ich dachte, da kann man jetzt Sachen draufschreiben, aber offenbar ist dem nicht so. Dann legen wir die, keine Ahnung, hier rein. Mal sehen, wann jemand ankommt. Gut Dennis schreibt, ich komme. Ja, dann wollen wir doch hoffen, dass Gut Dennis auch tatsächlich kommt. Ich kann hier ja gerade mal den Stream bewerben. Hier im Content. Dass das auch Leute sehen. Ja, Cersei ist gerade irgendwie nicht on. Dann müssen wir halt gegebenenfalls jemand anderen als Ringrichter herbeiholen. So, und die Spitzhacke sollte ich natürlich auch wieder ablegen. Die brauche ich ja jetzt gar nicht. So. Spitzhacke. Und dann gehen wir auch wieder in die Arena rein. So. Wer ist das da eigentlich, der da immer noch liegt? So ein Standard-Skin, weil irgendwie das Spiel das nicht aktualisiert.
Leonardo XK ist das. Der hat hier immer sein Zeug einfach liegen. Ja gut, Leonardo XK, der ist ja schon ausgeschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher können wir das Zeug ja auch gerade oben hinlegen. Das ist ja eh nur das Bereitgestellte, soweit ich das sehe. Ja, die Leiche, die da noch liegt, da muss Leonardo an selbst schauen. Keine Ahnung, was man da machen muss. So. Oh, da ist sie auch schon weg. Ja, wie war denn das nochmal? Minus war das, glaube ich, genau. Waypoints. Hier, den löschen wir mal. Dass wir nicht die ganze Zeit Todesanzeigen haben in der Arena. Das ist nämlich schon ein bisschen nervig. Ja gut, dieser Strahl ist immer noch da. Aber das kann man jetzt nicht wegmachen. Ja, also dafür, dass hier gut Dennis kommen sollte, dauert es aber dann doch. So, ja, hier müssen wir auch noch terraformen und was nicht alles. Da hinten, das kann man ja schon so... Alles klar, da hat irgendjemand einfach hier die Arena kaputt gemacht. Es ist ja schon schlimm. Ja, jetzt heißt es warten. Ich weiß nicht, kann man noch was machen? Während man auf die Leute wartet. Hier weiß ich halt immer noch nicht, was hiervon eigentlich noch gebraucht wird und was nicht. Da haben wir irgendwelche Sachen. Ja, haben wir hier noch was drin? Da haben wir noch Kohle drin. So. Oh, da ist ja gut, Dennis. Wollte hier gerade noch was bauen, aber dann offenbar nicht. Da springe ich mal lieber nicht drauf. Ja, hier unser Sponsor. Gut, Dennis. Wer musste gegen gut Dennis kämpfen? Gegen gut Dennis kämpfen musste Domirak und Mischmasch. So. Ja, also dann können wir nämlich die Gruppe fertig machen. Praktischerweise Flo Katze soll aber auch in so einer halben, gut, die halbe Stunde, die ist jetzt schon wieder, ist wahrscheinlich eher mittlerweile 10 Minuten. Domirak, ja. Ja. Michi, nein. Doch, der kommt auch. Das, ja. Auch wenn er das Ganze anders hätte. Ja, Tode habe ich wieder 21, den Großteil wahrscheinlich halt durch Kämpfe einfach in der Arena.
Da fliegen hier einfach Fliegen rum. Ja. Flohkatze! Nein! Doch! Was, du Monster? So. Klostream ist auch da. Mirikatze ist da. Ja, Klostream und Mirikatze haben ja schon gegeneinander gekämpft. Chillig TV fehlt halt noch, aber Chillig kann irgendwie erst morgen. Will einer... Ja, ich bin hier prinzipiell in der Laberecke. Also von daher... Ich meine reden. Ja, ich bin im Sprachchannel. Das meine ich doch. Ja, ich meinte, ja, du hast prinzipiell geschrieben. Da dachte ich, du meinst, dass du die App offen hast. Nein! So doch nicht. So, ja, hier, da muss ich hier mal wieder das Unbekannt-Logo reinpacken, weil ich natürlich nicht für jeden hier ein Logo habe. ja, dann hoffe ich, dass hier jetzt auch noch der Rest auftaucht, also deine was Gegner. Mit dir oder Eisenrüstung? Wir haben dir Rüstung, also wir haben ja auch gesponserte Rüstung, die sind hier oben auf der Tribüne einfach, kann man sich abholen. Okay, dann muss ich kurz mein Inventar leeren. Ja, jetzt müssen... Bist du gerade live? Ja, bin ich. Oh nee, ich wollte doch nicht ins Fernsehen. Ja, im Fernsehen bist du auch nicht, sofern hier jetzt nicht irgendeine Doku über uns erstellt wird, hier die schlimmen Twitch-Streamer. Och, und was nicht alles. Das ist nicht. Man kennt es ja. Ja, wir haben jetzt Mirikatze und Klostream da, auch wenn Schillig ja, wie gesagt, irgendwie keine Zeit hat heute. Schillig hat nur Angst. Ach so. Das weiß ich. Ja, da bin ich mir sicher. Ja, morgen hat er komischerweise keine Angst. Ja, dann versuch den mal hierher zu bewegen. Bin noch enchanted. Warte mal kurz. Habt ihr einen Mob-Disenchanter? Warte, egal. Ich hab einen hier gefunden. Ich hab einen hier gefunden. Ey, das ist so schlimm. Ich werde diese Enchantments, muss ich erstmal wieder durch Raids erspielen. Das ist nervig. Ja. Prinzipiell könnte ich ja schon den Kampf gegen Flohkatze machen. Zumindest in der Theorie. Soll ich für mich selber Essen mitnehmen? Ja, wäre nicht schlecht. Also Essen haben wir hier, glaube ich, ein paar Blaubeerkuchen und ein paar Karotten. Aber Essen ist grundsätzlich vielleicht besser, wenn man es selbst mit was, keine Ahnung. Dennis, hast du Rechte auf Domiaks Grundstück? Das ist natürlich eine gute Frage. Man kann sie nicht beantworten. Ich hätte fast vergessen, meine Charms auszuziehen. Das wäre natürlich schlecht. Meine Elytra ist unsichtbar, dann hätte ich jetzt gecheatet, ohne es zu bemerken. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum die unsichtbar ist. Ich brauche eine Zeugenaussage von euch, dass ihr weder Schneeflocke noch unsere Villager umgebracht. Wer ist Schneeflocke? Es ist das Maskottchen von denen. Ja, dann habe ich es bestimmt umgebracht, wenn ich nicht mal weiß, was das war. Oh,
Aber er kann ja nicht wissen, ob du weißt, wer das war. Davor. Hast du KZ-Rechte? Ich Bitte meinte, sie falsch meint verstehen. jetzt. Ich habe Recht auf dem Grundstück, aber ich weiß ganz genau, was sie da will, deswegen gebe ich es ihr nicht. Ja, das ist eine Wo gute ist Einschätzung. denn das Zeug jetzt? Hier oben, Hier meine, an bei den den Schalter. Schalker. Was? Ha, Dennis erwischt, hast gelogen. Hier sind zwei Protection. Egal, du kriegst es trotzdem nicht mehr. Reh, lass mich in Ruhe. Warum ist hier Protection 2 Schuhe, Protection 2 Helm drin? Ich weiß es nicht, die einfach ignorieren. Okay, die nehme ich mir einfach. Nein, das wäre ja Nein, Schummeln ich hier. benutze sie nicht. Ich benutze sie nicht. Ich nehme sie nur, damit sie kein Ach anderer nimmt. so. Ja, das ist natürlich praktisch. Ich lege sie jetzt sogar in meiner Ender Chest. Du kriegst 10 ganze Blumen von mir hier drin. 10 ganze Blumen, ja, das ist natürlich eine Ja. angemessene Bezahlung. Weiß. Rick, dürfte ich was an dir ausprobieren? Wenn du schon so fragst, besser nicht. Nee, weil auf dem Server ist ein längerer Hit-Cooldown als normal. Wenn ich dich hitten jetzt würde, dann müsste ich warten, bis das Plus wiederkommt unter dem Schwert. Dann könnte ich dich erst wieder hitten. Eieieiei. Komm mal alle call. Minlife-Discord sind sie, also das halte ich für ein Gerücht, da sind wir ja schon. Habe ich ja geschrieben. Ach so. Ups. Ja, das ist verwirrend, wenn man Leute im Chat liest. Ey, wenn die mich nochmal hätte, dann komme ich mit Phantom-Rüstung zurück. Meinst du ehrlich, ich stelle mich jetzt vor dir. Ich weiß, dass du den Stream offen hast, wenn du mich nochmal hättest. Okay. Eieieiei. Ey, diese ganzen Sakura-Bäume nerven mich. Ja, okay, komm, Miri, sag mir doch erstmal, was du da willst. Ja, Warte, was hat sie da für eine Brustplatte an? Was? Warum hast du eine Phantom-Brustplatte an? Miri, von wo hast du die Phantom-Brustplatte? So, dann Hörst du jetzt von mir? soll Flo Ich kann Katze das gleich Ding selbst rüberkommen? gerade nicht öffnen. Gekauft. Ja, scheiß Dealerin, ey. Nein. Der Beweis ist im Stream. Ja, so kann man das natürlich auch formulieren. Ja, auf deine tolle Aussage. Kommt mal call, dann sollen die zu uns kommen.
Hey, du weißt doch, diese Viecher da, diese Hangarteile, die sich im Boden verstecken, die sind aus, das sind, das sollten Mobs werden, die in-game, die waren in den Mob-Votes, wenn ich nicht dumm Ja, ich bin. weiß. Bra, ich dachte, ihr wärt Dings Angels. Was? Wer ist jetzt hier aufgetaucht? Klostream ist aufgetaucht. Los, Dreamer. Und der Nies ist auch da. Das ist mir auch klar. Ja, ich rede doch Schwer nicht nicht. hier. Warte, hört man das jetzt? Ich finde scheiße an. Nee, hört man nicht. Okay, gut. Oh, Digga, was ist dein Mic? Ja, ich fühle mich betrunken gerade. Das ist nicht das Mic, das bin ich. So Aha, kann man es natürlich formulieren. da sündigt er. Ja, wenn hier irgendwann Flo Katze dann auch noch auftauchen würde, dass wir mal mit dem Kämpfen anfangen können. Was ist denn eigentlich heute genau? Was ist hier damit kämpfen, Junge? Ja, wir sind ja immer noch Ja, die WM, Weltmeisterschaft Junge. dran. Ach so, da war ja was. Ja, die haben ja nicht zu Ende gekriegt, weil ja viele nicht on waren. Ja, ich halte meine Klappe. Ja, Ja, besser so. aber so wie es aussieht, bist du ja auch erst Was? wieder morgen dran. Ja, Ja. weißt du, was mit unserem Villagern-Strich-Strich, mit unserem Clan-Fuchs passiert ist? Ja, ich habe sie umgebracht. Nein, Spaß. Nee, keine Ahnung, was mit denen ist. Geil, Digga. Junge, ich komme heute on, hab mein Ulti-Schwert in der Hand. Und auf einmal sehe ich dann nur so ein Villager und ich bin so, hä, komisch. Geh so runter, denke mir so, ja, okay, vielleicht ein Bug, Was vielleicht geht nicht an in der der Range vom Arena? Schwert. Mein Mann, Junge, der ist da endlich. Ich hab ihn vermisst. Okay, Oh, Domirak. 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 Ja, dann können wir natürlich auch erst den Kampf machen, weil beim anderen müssen wir erst mal einen Ersatzkampfrichter finden. Ich hoffe, mich hier wird krank oder so. Digga, der arme Junge. Also. Nicht. Ja, der soll. Also, Dann eigentlich weißt ist du, okay. noch. Dominik, ich Scheiße, weiß wir jetzt, warum du sind jetzt Corona erst wieder bekommen hier. hast. Dominik, ich weiß Warum? jetzt, warum du. Weil du nicht Englisch mitschreiben möchtest, oder? Ja, genau deswegen. Aha, wir haben es jetzt hier Sau, live on stream. gecatcht. Gecatcht. Schmetterling. Wenn das dein Schmetterling. Englischlehrer oder deine Englischlehrerin, je nachdem, ich weiß ja nicht, was du da hast, Nee, rausfindet. sozusagen, dieses, das sagt mein Lieblings-YouTuber mal so, das war ein Witz. Also. Ja. Es tut mir leid, du bist nur mein Zweitlieblings-YouTuber, okay? Das ist natürlich total traurig. Das ist unverzeihlich. Ja. Nein. Es tut mir leid. Dann Und würde ich ich habe sagen, fangen wir hier mit Domirak gegen gut Dennis doch an. Ja. Ich warte. Ich bin bereit. Nein. Nur noch Doch. zwiebeln. Ich habe 8 Enderperlen, aber ich werde die nicht benutzen, also wundert euch nicht, Muss ich warum, wenn wieder die in den meiner tollen Leiche sind. Timer öffnen? Ich kann dieses Mal auch einen Timer anmachen. Du Ich kannst hab's ja bei mir gleich gemacht, bei beides. beim Kampf von mir gegen Flo Nee, der macht Katze. keinen Timer. Der macht keinen Timer. Ich hab gestern gesagt, er soll einen Timer machen. Der hat mir nicht gesagt, wann es Junge, losging und hat mir nicht gesagt, wann es aufgehört hat. Ja, Junge, ich hab dir schon gesagt, du bist einfach nur taub. Du bist Nein, du hast einfach einfach eine nur. Behinderung. Junge, meine Ja, Mutter wo ist in mein bleibt Zimmer gekommen, weil ich Domirak? so laut rumgeschrien habe, weil der Timer aus ist und du mich nicht gehört hast. Würde ich jetzt auch sagen. Das war nicht was anderes, Warum isst ihr eigentlich nur Eierbrote? nein. Ich weiß es gar nicht. Das habe ich Ach, da irgendwann mal so Miriam. eingefügt, weil wir damals so Unmengen Eier hatten. Da habe ich auch gesagt, mache ich Junge, jetzt Eierbrote. wenn du Ja, Eier brauchst, stimmt. dann Wir muss haben nach ja dann. Denver gehen. Komm, Frick, ich sag dir jetzt die Wahrheit, aber du darfst mich Ach nicht so, ich scheiß anzeigen. drauf. Ich und Kai Aha. haben früher mal bei eurer Schafsfarmwolle geklaut, als du nicht online warst, bis du es bemerkt Aha. hast. Ja. Er darf kein Gut, Weiter aber erzählen. da wir ja nicht online waren und die Wolle ja nachwächst, ist das jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, und bei Er euren wollte eine Tüten. Schafsfarm. Ich glaube, So offensichtlich. irgendwann hatte einer aus Denver, dann die ganzen Hühnchen gekillt. Du hast dich ja Aha. danach am nächsten Tag beschwert. Das war aber einer aus Denver, das war nicht wir. Ich habe keine Ahnung, wer das war.
Also Dominik, Mischmasch und ich waren es auf jeden Fall nicht, weil wir es Also nicht Anzeige zufällig. gegen Unbekannt ist raus. Ich sag dir, ich sag's so, wie es ist. Es war entweder Mizo, Leni oder Julian Jeremy. Julian Ehrlich, ich Jeremy glaube hat da, nicht, glaube ich, dass noch gar du. nicht existiert, hä? Ja, wo bleibt Domirak? Mein Gott, ich Ja, dachte, das ich Schmetterling wäre in brauche noch Aule. Schwert und Axt, oder? Ja, ist hier Es liegt alles hier. Meine Axt haben wir Axt hier, alles eine hier. Schwerter haben wir hier auch. Schilder haben wir auch, also ist eigentlich Schilder, alles Schilder da. haben wir. Von wo habt ihr denn war? Da hat Dreht der von hier. Mischmasch hat hier großzügig gespendet, also Können Lob an den wir. Sponsor. Dürfen wir mit Potions spielen, weil die sind Vanilla? Nein. Nein. Fick dich. Ich glaube, war es nicht ohne jegliche Effekte? Ja, Ohne also Sponsoren? nur Schwert, Wird schon Axt, durch Schild Enchanted. und Essen. Als Items und halt Diamantrüstung. So, Und dem Dominik, ist vom keine enchanteten goldenen Apples essen, ne? Ja, das auch nicht. Also essen wirklich nur Sachen, Elytra die euch nicht irgendwelche Effekte Warum? Ich habe geben. noch keinen einzigen. Nee, Ja. Junge. Elytra. Falsches So, Schild ist Domirak, vorne, du das musst ist da schon ein vorne. normales Schild nehmen. Das falsche Ich Schild. weiß. Ich wollte auch noch nicht so loskämpfen. Mann, das wird mir hier alles so anstrengend. Ich gehe gleich raus mit dir. Das ist so anstrengend, weißt du das? Oh, meine Fresse. Okay. Er will es nicht anders. Aufhören, so. So. Also, ich möchte an die Regeln aufmerksam machen. Kämpfen Er auf hat der mich die Tribüne ganze ist Zeit verboten. angegriffen. Der hat mich die ganze Zeit angegriffen. Ich Es hab war euch nur nicht er. umgebracht. Ist mir egal. Also, das mit dem Angreifen, da hat er in der Tat einen Punkt. Ich ziehe Egal. der Totems an, damit Ich ich bin nicht auf. sterbe, weil ich habe keinen Bock, Also, bevor zu ich kämpfen. lasse euch noch mal mit einer scharfen Verwarnung davon kommen, aber. Ich bin auf Kommen jeden wir Fall davon erstmal gar überlegt, nichts mehr wer von uns davon. bisher gewonnen hat. Das war ein Offiziell. Kopfwunsch. Ja, okay, ich erkläre mich. Es gibt ja hier die drei Strike-Regel. Juhu! Heißt, wenn ihr einen Strike habt, dann, also bei einem Strike dürft ihr nicht mehr Kampfrichter sein. Bei zwei Strikes dürft ihr nur noch in die Arena für eure eigenen Kämpfe und müsst sonst draußen bleiben. Ich habe jetzt einen Tod bekommen. Ich wollte unter 100 Toten bleiben Und und Domirak macht mir mein bei Leben drei schwer. Strikes, da seid ihr dann disqualifiziert vom Turnier. Warte! Okay. Digga, ich wäre auf 200. So ein Abfuck. Also. Nee, das war, das ist, das. Ja, nee, das ist eine Regel bei mir. Wenn mich jemand umbringt, nehme ich mir das Recht, ihn auch umbringen zu dürfen. Außer Ach es so. war, ich meine, Jetzt habe ich wenn es kein 201, offizieller Kampf Junge. war. Ja. Yeah. Ach Ja, ist Mann. doch egal, wie viel Tode man hat. Ja, da kann ich auch sehr gut von reden, dass man auf jeden Fall Ey, ich muss aufpassen auch sollte, nochmal dass man nicht. aufmerksam machen, keine irgendwie Totems oder so benutzen, weil ich muss hier teilweise auf die Todesmeldung gucken, wann die kommt. Ja, Weil jetzt es, eh schon egal. weil Jetzt die habe ich ja Kämpfe. 201, also jetzt ist es eh Junge, jetzt egal. sind die Leute sind sowieso meistens zusammen im Ja, Call und da kann man auch dann einfach sagen, wenn Totem ist gepoppt, dann schreibt man das im Chat her, das geht doch eigentlich vollkommen. Ich verstehe ein Problem an der Sache Ja, die nicht. Sache ist halt, ich habe hier einen Timer am Laufen. Wenn der abläuft, dann ist die Zeit um und dann ist unentschieden, wenn nicht vorher einer stirbt. Und das kann manchmal auf Sekunden genau auf die Todesmeldung ankommen. Also wenn die Ja. Todesmeldung, bevor ich Stopp schreibe, kommt, dann ist noch, hat man noch einen Sieger. Ja. So wie bei Du mir. könntest. Nee, ich schwör's dir, Domirak wird die ganze Zeit wegrennen, wenn er los, bis der Timer um ist. Das ist natürlich eine Hä? Möglichkeit. Digga, also es ist so eine Frechheit, wie oft du einfach nur Lügen erzählst. Das ist so frech. Nee, das hast du beim letzten Mal, du hast du beim letzten Mal auch mit deiner Könntest du vielleicht die Lüge die ganze Zeit Schweigerboxen hier weggezogen. stehen lassen, dass die Leute auch finden können dann? Die werden uns alle gebraucht. Propaganda, Was? Propaganda. Ich nehme den auch mal noch, okay. Ich bin da Also. gleich die ganze Zeit im Chat mit. Und. Die Welt Oh, der besteht aus Flohkatze ist hier, aber Flohkatze, den Kampf machen wir da Propaganda. erst gleich. Jetzt machen wir erstmal den anderen Kampf. Propaganda. Die Boxen sind ganz schön schwer. Ich krieg Propaganda. 205 oder so. Brick, hast du meine Obsidian Trap noch, die ich dahin platziert habe? Kann sein. Aha, da. Hä?
Aha, da teamen sie, da teamen sie. Okay, das merke ich mir. Jetzt könnt ihr mal hier aus der Loge rausgehen. Das ist für einen Kampfrichter hier. Ich will gucken, ob Dennis noch enchanted ist. Ich bin nicht enchanted. Hier, guck. Sehr frech. Hier enchanted, du darfst jetzt gucken. Ja, okay, ja, ist gut. Ja, Flo Katze muss dann hier auch noch aus dem Sitz raus. Ach, du hängst nur bei mir so, oder ist das der Server? Flo, das sagen wir dir schon immer. Immer muss der in den Sitzen bleiben. Ja, nee, war ein Witz. Ich hab keine Ahnung, wobei ich rede. Oh, hat das nur bei mir so oder ist das der Server? Ich glaube, das bin ich immer. Ich glaube, das ist dein hässliches Gesicht. Das ist ein. So, ja. Habt ihr es dann, dass ihr dann beide mal in die Arena geht? Ich glaube. Wir sind in der Arena-Break. Ihr macht dann dich. Ich muss ja. Ich sehe das von hier oben immer schlecht, ob jemand hinter der Tür ist oder vor der Tür. Ja, wie krass das Tor ist. So, dann muss ich hier. Also, das Tor ist echt. Ist das schon wieder kaputt oder was? Nein, das funktioniert alles super hier. Alter, was ist denn da schon wieder los? Brick, wenn du wirklich alle dran nehmen willst, die sich angemeldet haben, dann musst du bis nächsten Freitag warten, weil chillig kann nur freitags auf den Server kommen. Also mir hat er geschrieben, er kann auch montags. Also, er sagt Alter, warum ist jetzt hier das Ding kaputt? Ach komm, lass uns jetzt erstmal den Kampf machen, danach reparierst du das. Nein, ich muss die Tür vorher reparieren, weil sonst können wir ja aus der Arena abhauen. Ach so, ja, das macht man nicht. Was ist denn das hier? Warum ist der Kleber da schon wieder ab? Der Kleber kann, glaube ich, ablaufen, wenn ich nicht dumm bin. Also bei den anderen Türen hier im Turm ist der noch nie abgelaufen. Bei uns läuft er auch ab. Vor allem, weil der Kai sich aufregt jedes Mal. Dann merke ich das. Oh nein, ich habe eine Bottle auf den Schaden. Wie bist du gerade da wirklich reingelaufen? Hat Motion jetzt... Jetzt muss ich erst wieder eine Spitzhacke holen. Was? Dominik. Was? Hat Brick Motion eigentlich schon die fertige Arena gesehen? Ja. Er hat doch ein Video dazu hochgeladen. An der Scheiße. diese Holzarena habe ich gemeint. Die ist kacke. Nein, also dass die groß ist, das wäre halt egal. Ja, da ist halt wieder das Problem. Du bist da halt unten so weit beim Void, dass du dann deinen Gegner nicht mehr siehst. Ja. Ist doch gut so. Taktik, mein Freundchen. Was ist denn das hier? Ja, wirklich, ich muss kurz was machen, das dauert. Oh, Dennis' Mutter ist im Hintergrund. Ja, deine Mutter und auch. Sie will irgendwas von ihm. Nee, das ist nicht meine, sondern deine. Und sie will wirklich was von mir. Aber wenn ich dir das laut sage, wirst du wütend. Meine Mutter schläft gerade, du Kick. Na, das denkst du. Junge, ich weiß es, weil ich sie gerade gesehen habe. Ja, das denkst du. Warum ist eigentlich diese Fernsteuerung, die ich mal hatte, hin? Hab ich aufgegessen. Domirak, komm aus dem Boden raus, Domirak. Du weißt, dass das nicht gut ist. Ist schön hier. Du weißt, dass das nicht gut für dich ist. Domirak, eigentlich habe ich dir doch verboten, in den Boden wieder zu gehen, ne? Was willst du von mir? Verpiss dich als Maul. Daher ich darf ihm Sachen verbieten. Naja, komm, Corona. Es läuft wieder richtig gut. Wieso verhält sich das denn jetzt so? Also ich bin von dieser ganzen Tür verwirrt gerade. Ich nicht. Da bauen einfach ein paar Dirtblöcke hin, ey. Was ist das Problem? Muss ich die ganze Tür abreißen, weil die sich nicht mehr verbindet? Autsch. Ich wurde gelocht. Alter, kann ich jetzt mal hier rausgehen? Nein. Ja. Aua. Tut dem Domirak bestimmt weh. Ein Schaden, das vom Schwert keinen Schaden zurückkommt. Komm, wir kämpfen zusammen gegen sie. Wir schaffen das. Nein, ich läge. Digga, es teleportiert sich. Alter, warum macht ihr seine Tür runter?
Ach du, was das gemacht hat. Ich mag ihn. Es war Flo. Flo, hör auf, immer alles kaputt zu machen. Ich glaube, das erwächst gleich. Nö, hab keine Herzschaden bekommen. Oh oh. Funktioniert jetzt wieder, Brick? Ich muss erst mal gucken, ey, ich sehe das ja von hier nicht. Nee, ich hör dir. Ah, komm, scheiß drauf. Ich mache hier keine Herzschaden die ganze Zeit. Sie muss mich umbringen, danke dir. Ach, wie viele Totems ich hier schon wieder verschwende. Also ich feiere dieses Projekt tatsächlich, aber wer von euch hat bis jetzt eigentlich mitbekommen, dass es ein Roleplay ist? Ein was? Das Roleplay was? Ja, der Server. Ha! Kannst du bitte oh, jetzt funktioniert's, glaube ich. Gucci Boy. Das könnt ihr mal aus der das Arena gehen, die wieder nicht reingehört. Könnt ihr mal aufhören, meine Totems zu klauen? Und wir. Ihr alle drei. Ihr seid alle dumme Wichser. Jetzt nimmt da mal einer diese Schalker-Box raus. Ich. Ja, da wollte ich mir wieder einen Totem rausnehmen. Dass ich jetzt nein. Darf ich die Schalker haben? Dennis? Ich glaube, wir legen uns jetzt auch erstmal hin, damit wir hier was sehen. Ich war versucht, mich umzubringen, während ich schwach bin. Mag jemand Totems kaufen? Ich hab grad welche im Angebot. Ich hab hier noch ein Totem von dir geklaut. Können sich jetzt einfach mal alle irgendwo hinlegen, dass wir hier mal Tag haben? Jetzt komm, Miri, verpiss dich endlich. Du bist richtig nervig die ganze Zeit. Jetzt komm, geh. Nö, ich bin gerade in der Mindshift. Ich kann mich gerade schlecht hinlegen. Ich liege. Okay. Ich auch. Wir drei liegen. Ja, offenbar ja nicht. Doch. Ich soll im Bett liegen. So. Was dachtet ihr denn? Drück mal C. Ach, was soll das? Nein, wenn ich sage, ich will Tag haben, dann ist ja wohl klar, was ich meine. Oh nein, ich wollte mit euch schlafen. Ach komm, scheiß drauf. Dumm gesagt, dann gehen wir halt in ein Zimmer. Ja. Ey, ah doch hier, ui, ja. Du bist so behindert, Digga. Ich bin für Brick Motion gegen jeden Spieler auf dem Server. Also, ja, Dennis und Domirax sind drin. Dann wird die Tür jetzt zugemacht, dann jeder jetzt in seine Ecke. Auf deine Seite. Will ich fühlen, wenn die Tür jetzt wieder kaputt wäre. Junge, wenn ich jetzt sterbe, dann hasse ich mich selber. Geht's los? Aber ich muss mit Auge kratzen. Ich muss hier erstmal. So. Ja, komm, Jungs, es läuft. Tag. Ach, Digga. Ja. Okay. Kommen die Kombos vom Domi rein. Und ich werd low. Ich werd wirklich low. Ja, ich bin der Beste. Ja, gut. Dann gewinnt's. Ja. Als ob. Der hat mich auf einmal geschortstellt. Ich hatte Mesh hatte ich gestern noch im halben Herz. Ich biete 3 Dia-Blöcke Stacks für eine Wiederholung. Nee. Ja gut, also Dennis, das wird jetzt natürlich mit dem Viertelfinale schon eng. Also wenn du jetzt musst du hier wirklich gegen Mischmasch gewinnen. Um überhaupt ich habe gegen zu. Den schlechtesten Spieler auf dem Server verloren. Ich dachte, das wäre ich. Ja das war's auch du, aber jetzt ist es er. Ja, das schmeckt halt auch nicht. Warum bin ich eigentlich der schlechteste Spieler auf dem Server, hä? Warum sagst du es die ganze Zeit? Ich check's nicht.
Ja, weil ich ja offensichtlich wesentlich besser bin als du, Dominik, hä? Ich hab schon genug. Ich sitze. Nee. Ey, mein Gott, wenn ich jetzt sterbe, komme ich mit Phantom-Rüstung und kill jeden, der sich in der Arena befindet. Okay, wir mischen was kann auch mal erst abends. Für den Dennis. Du willst Phantom? Ja gut, dann. Okay, okay. Hallo. Ich bin trotzdem wesentlich stärker als du, selbst wenn ich keine Phantom-Rüstung anhätte. Brauchen wir jetzt. Nein, müssen wir jetzt wahrscheinlich den Kampf. Also, wo ich gegen dich gekämpft habe, gesehen. Bitte komm, töte mich. Ich bring jeden hier, der online ist, auf 200 Tode. Wieso ist jetzt auch noch Steam? Ja, ich bin raus. Ja. Oh, Dominik, ich bringe mich auf 300. Scheiß Stimmen. Ich bleib mich dann so lange, bis er mehr Tod hat, Close-Streamer hat. Ja, jetzt brauchen wir einen Kampf, Richter, für einen Kampf von Flo gegen mich. Ich wollte dir gerade Totems geben, aber so nicht. Wer steht denn da? Warum bringst du mich um? Warum? Weil ich dich hasse. Alter, könnt ihr mal aufhören, hier dauernd zu kämpfen? Ja, bitte. Also, wenn ich jetzt einen Tod kriege, ich schwöre dir, es wird kein Spaß für dich. Hast du kein Totem an? Nee. Hast du wirklich kein Totem an? Jetzt hab ich ein Totem an. Okay. Was war das denn jetzt? Warum? Hey, raus aus meiner Schalke. Nein. Also brauchen wir irgendjemanden, der hier mal als Kampfrichter dient, aber irgendwie... So, ich bring jetzt jeden, der kämpft, um. Mach doch, versuch's doch. Wo ist meine Schalke? Ja. Also, wo ist denn der Cyborg, wenn man ihn braucht? Ich bin doch als... Wer ist ich kann als Ringrichter dienen, aber... dann heult halt Dominik wieder rum. Warum? Hä? Warum? Die ganze Zeit rumholt, deswegen... Ja, jetzt wieder der Domirak schuld. Was hab ich getan? Was bekomme ich jetzt eigentlich ab? Hier, so eine Scheiße. Alter. So, jeder, der jetzt kämpft, wird umgebracht. Was ist los mit der leeren Schalke? Das ist natürlich nicht jetzt dazu angepasst. Alter, jetzt lass das doch mal! Ein weiteres Alter, muss ich mir aufschreiben. Ziegelstein. Dennis, ne? Du kommst da nicht mehr raus. Du schaffst es nicht. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. So, hallo, ich komm gleich, dann kann ich als... Hallo. Ja, wer ist ich? Clostream. Ach so. Dann gehe ich mal kurz hoch in die Manege und... Dann musst du hier einen Timer dir stellen, der 3 Minuten runterzählt. Ja, 3 Minuten, okay. Und dann einfach, wenn den dann starten, wenn du losschreibst und wenn er dann um ist, musst du Stopp schreiben. Ja, also stell dich mal in Position. Dann stelle ich mich mal in Position. Sagt, wenn ihr bereit seid. Ja, ich wäre bereit, wenn da nicht Leute in der Arena stehen, die da nicht hingehören. Hopp, alle raus. Dennis, komm. Nimm das Wasser und schwimm. Schwimm. Lass das mal mit dem Wasser! Schmetterling. Ja, ich will, dass er raus kann. Ja, er kann durch die Tür rausgehen! Ach so, ja, das geht natürlich auch. Sind jetzt noch irgendwelche Leute da drin? Ja, da sind mindestens zwei sind da drin. Ein Schmetterling. Dann gehe ich auch noch rein. Wer darf nicht mehr drin sein? Alle, die nicht Flo Katze oder ich sind. Okay, das heißt sozusagen jeder. Ja. Hopp, 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 hopp. Jeden, den ich jetzt als Schlagen muss, raus. Bist du hier gerade Ansagen machen? Ja, ja. Du bist gerade Kampfrichter für diesen Kampf. Warum habe ich eine Bot auf Enchanting? Dominik, Dienstag kommst du wieder in die Schule, denk dran. Ja gut, Flo, kannst du mir jetzt Essen holen. Flo, ich habe Kuchen auf Lebenszeit. Ich kann dem halben Stack goldene Karotten droppen. Du hast meine Kiste geclaimed. Wer ist du? Ich? Ja, ja. Möglich. Ja. Jetzt komm ich nie wieder an den Zuckerrohr. Ja, ich check das nur nicht mit, warum mir 4 Tanks fehlen, wenn ich eine Party erstelle. Es ist so behindert. So, hier nochmal herschreiben. Und als dann Dennis mein Haus gesprengt hat, habe ich lieber mal geclaimed.
Du musst erst das Tor zumachen, sonst geht das ja schlecht. Ach so. Ich hab Tor zugemacht. Das können wir ja jederzeit mal rausrennen. Ja, das war jetzt komisch formuliert. Hallo, raus da. Wer war das? Ich bin gerade hier sowieso in F1. Ich kann, ich kann gar nicht erkennen. Ah, oh, okay. Ja, Flo. Ah, doch. Jawoll. Erst bei Jubeln. Stark. Also, ich wusste ja, dass Flo schlecht ist, aber so schlecht. Ja, das hätte ich jetzt aber auch. Ich habe auch schon dran gezweifelt. Schlag mein Bruder. Ja, da muss jetzt natürlich noch Kai Findus gegen Flo Katze kämpfen. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Du müsstest das Tor dann wieder aufmachen. Dass ich ja auch wieder rauskomme. Dominik, machst du das? Ich verstehe diese Tormechanik. Du musst damit den Hebel umlegen. Wo ist denn das Problem? Ja, das ist zu viel Wissen für mich, okay? Das ist zu schwer. Ja. Jetzt habe ich wieder zugemacht. Er hat ja davor aufgemacht. Ich wurde damit beauftragt, Menschenskinders. Ja, dann müsste jetzt Kai Findus hier irgendwann wieder auftauchen. Dominik, wo bist du denn? Der kommt erst später. Später wollte Mischmasch kommen. Du kriegst eine Bezahlung dafür, dass du das Tor auf und zugemacht hast. Oder hat Kai Findus hier irgendwas geschrieben? Kai hat gesagt, er kann erst heute Abend spielen. Nein, das meinte Mischmasch TV. Brick, kann man jetzt... Kai hat mir das geschrieben. Brick, kann ich dir zwei Dias schenken? Du kannst schon, ich weiß zwar nicht warum, aber... Ich hab zu wenig Platz in meinem Inns. Ah ja, gut, dann... Kann nur Emeralds verschenken. Junge, ich hab... Aber denk nicht, dass du deswegen dann eine bessere, eine Begünstigung durch den Kampfrichter später noch erhalten würdest. Nö, ich hab... Das brauche ich nicht. Ich hab dich genommen, weil du, hier der Einzige bist, der nicht mit Ulti rumrennt. Ja, gut, ich hab prinzipiell ja eine, die hat... Ich renn nicht mit Ulti rum. Jetzt renn ich auch nicht mit Ulti rum. Hä, du hattest doch gerade Ulti an. Ja, gerade eben, aber jetzt. Ja gut, nicht welche mehr. Kämpfe haben wir da noch? Wir haben jetzt noch Flo Katze gegen Kai Findus, können wir jetzt nicht machen. Gut, Dennis gegen Mischwasch können wir jetzt auch nicht machen. Miri Katze gegen Schillig und Klostream gegen Schillig können wir beide noch nicht machen. Das ist ja chillig, ne? Ja, dann, Dass ich hier jetzt gegen Dennis gewonnen habe, ist müßig auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt schon wieder keine Kämpfe mehr, die wir machen müssen. Da müssen wir wohl bis irgendwie später oder so warten, bis da mal einer onkommt. Also gegen Dennis. Wo willst du wissen, nach wie viel Zeit du gewonnen hast? Brick, willst du wissen, wie lange? Ja, kannst du mir gerne sagen. Ich hab wegen der. Dennis fühlt sich so sehr, dass er gegen mich gewonnen hat, in einmal und. Dann nochmal in normal, in Vanilla, als ich 1.18 offen hatte, die einfach nur rumleckt und sonst nichts. Ja, Klofi, jetzt sag doch mal, in wie viel Zeit habe ich gewonnen? Ich muss sagen, wo gut ist denn Zeit nicht? 54 Sekunden. Oha! Ich hab Errungen komplett falsch geschrieben, wahrscheinlich. Ja. Ich hätte es jetzt genauso geschrieben. Ich hab keine Ahnung, ich bin auch sehr. Kann auch sein, dass es mit 2R geschrieben wird. Da bin ich mir jetzt gerade auch gar nicht sicher. Also, ich bin Ausländer, ich darf das falsch schreiben. Ach so. Ja, aber gut, da wir jetzt gerade keine Kämpfe mehr machen können, da können wir den Stream ja auch schon fast wieder beenden für jetzt und dann irgendwann später noch weitermachen. Wir können ja so noch Kämpfe machen. Also mag jemand gegen mich kämpfen? Ja, ich würde gerne gegen dich kämpfen, tatsächlich, Dominik. Aber echt? Einfach nur zum Spaß mit Totem. Mit Totem zum Spaß. Also inoffizieller Kampf. Ja, inoffizieller Kampf. Also ist einfach Freundschaftsspiel. Ich hab jetzt keine Totem 4. Okay, alles können wir machen. Ich muss nur kurz schauen. Ich muss kurz schauen, wo meine Dia-Rüstung vergessen ist.
Ja, dann muss ich das auch wieder raus, ne? Ja. Junge, ich hab extra meine ganzen Wandering Trader Bags Namen gegeben, ne? Und die sind trotzdem noch genauso unsortiert wie am ersten Tag. wessen Emeralds sind das, die hier auf der Tribüne liegen? Ich nicht. Also, ich weiß nie, wie ich habe zu viele Emeralds. Ach so. Möchte jemand? Ja, dann. Du heulst die ganze Zeit rum. Du heulst die ganze Zeit rum, dass du zu wenig hast. Denn es ist der Einzige, der keine haben darf. Und Flo. Einzige. Ja, bitte, danke. Habe ich schon was anderes gesagt? Das ist der Einzige. Da das Preisgeld ja eh irgendwie Emerald-Blöcke ist, da spielen wir das gleich wieder ein, sozusagen. Durch sehr spendenfreudige Leute. Also ich würde schon so ein paar Emerald-Blöcke würde ich gerne haben. Ja, ich glaube, es hat einer vorgeschlagen, so ein Stack Emerald-Blöcke, das ist durchaus machbar. Ja, das war ich. Ja, dann wäre das der Preis, dann haben wir hier sozusagen ja schon von freiwilligen Spenden wird das teilweise mitfinanziert. Ah, also von meinen Emerald-Blöcken. Ja, von den Emeralds, die du auf die Tribüne geworfen hast. Es gibt aber lange noch nicht ein Stack Emerald-Blöcke. Ja, ich habe eh hier Emeralds ohne Ende. Das hier ist ein Stack Emerald-Blöcke. Ja, willst du die jetzt wieder zurückhaben oder spendest du die einfach? Könnte ruhig behalten, hab genug. Ach so, ja, dann ist das Preisgeld praktischerweise gleich finanziert. Ich hab ja nur 15 Stacks Emerald-Blöcke. So, wer wollte hier jetzt Freundschaftskampf machen? Ja, wir, ich war doch Klo. Ja, ich hab gerade meine Rüstung gewechselt. Wollt ihr mit normalen Rüsten, also mit allem erlaubt oder wieder mit den Regeln? Ich würde sagen, genau die gleichen Regeln wie in den Kämpfen davor auch, oder? Also ich habe jetzt halt Full Gear. Ja. Und ich muss meine Arcs noch raustun. Ich vergesse die ganze Zeit. Ich spende auch noch was für den WM-Preis. Das finde ich auch sehr wichtig. Ach so, ja, dann kommt die Ablacke auch noch dazu zum Preis. Ja, meine Dias kannst du eigentlich auch in den Preis einbeziehen. Ist so viel. Praktisch. Da spenden hier die Leute einfach das Preisgeld. Danke. Ja, da sind wir hier eine gemeinnützige Organisation, die sich durch Spendengelder am Leben erhält. Ja. Okay. Hier in unserem tollen Emirat, das auf die Menschenrechte achtet und alles. Ja. Ja, wir haben freiwillige Villager, die hier alle wohnen. Also steht überall dran, die sind freiwillig da. Brick Mosh, ich muss dich noch verhören, bei uns wurden gestern zwei Villager umgebracht und unser Clan... Ja, der ist nur also, zu euch gekommen und hat dann... Ja, ich war gestern überhaupt nicht bei euch, ich war eigentlich nur hier. Ich weiß, ich versuche ja irgendwas Roleplay-mäßiges reinzubringen und das hat sich irgendwie ergeben, weil irgendwer tatsächlich unseren Clan-Fuchs und unsere zwei Villager umgebracht. Also ich habe ein Alibi, ich war bei der Weltmeisterschaft. Ja, das war nach der Weltmeisterschaft. Ja, nach der Weltmeisterschaft war ich nicht mehr online. Okay. Würdest du die Türen hochmachen? Ja, das kann ich natürlich tun. Gut, beim Freundschaftskampf brauchen wir die Zeit jetzt, glaube ich, nicht stoppen. Da machen wir einfach so lange, bis einer stirbt. Mhm. Ja, oder bis einer... Bis einer... Wir kämpfen, bis einer heult. Dann sag ich mal... Nein. Los. Ich hab gerade versucht zu double jumpen. Ah, oh, TP dich nicht. Hacker. Er TP't sich, ich schwör's euch. Ich versuch die ganze Zeit. Meine Mutter ist gerade irgendwie in mein Zimmer reingekommen. Okay, das war mein Totem. Das heißt, wer gewinnt jetzt hier? Digga, das Timing aber auch. Dominik. Ja, aber das ist auch bei 3. Ist das bei 3 Herzen. Ach so, ist ja von der Tote, Junge, mein Gehirn funktioniert gerade nicht. Kannst du das machen, dann machen wir nochmal. Weil ja, das lass war jetzt mal. Okay. Das ist... Geht jetzt nochmal der gleiche Kampf? Ja. Dann... Und ich spiele mit Bogen, haha. Instant Damage 2. Willst du Power 2 haben? Absolut. Was sagst du, Power 2, wo ich von Skelett abgegriffen habe vor 5 Minuten? Ich treffe wie ein. Mal ein Potato. Ja, du TP'st dich die ganze Zeit, ich schwör's dir.
Junge, du bist der Einzige, der sich hier hinter mich TP't. Ich schwör's dir. Ah, helfen Sie mir. Schwertwerfens Ablenkung. Junge. Alter, was So, ist okay, das war das? jetzt mein echtes Totem. Okay, das war's. Also gewinnt Jomirak schon wieder, oder wie? Ja, er ist besser als ich im PvP. Er ist mein Lehrer. Toll. Hallo? Au. Ich habe dir mit meinem Rucksack einen über den Kopf gezogen und ich. Oh. Ich zieh direkt wieder Ulti an, weil ich werde einfach Alter, was ist denn da hinten sterben, wieder an der Tür los? Warum ist da jetzt der wenn. Kleber wieder ab? Mann, Ach Dominik, was nee. hast du schon Ah wieder doch, angestellt? es geht hoch. Es geht hoch, es dauert nur Ja, länger. da, die andere Hallo, Tür meine ich. Da Sprengkasten. ist der Kleber genau da ab, wo das Ding verbunden ist mit dem Pisten runter. Ja, aber es geht doch, oder? Nein, eben nicht! Ja, aber beide Türen sind doch hier so oben. Ja, weil die eine nicht mehr runter geht. Ach so. Na gut. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Das hast du gut erkannt. Nice. Also ich Habt weiß nicht, was ihr das hier mit den gute Türen ist. Irgendwas macht ihr da Auffassungsgabe? doch, dass da dauernd der Kleber kaputt geht. Also ich bin nicht dran schuld. Scheiße, du hast uns enttarnt. Wir machen Was? das immer kaputt, weil es uns Spaß macht. Weil wir dann extra lange warten müssen. Ja. So heißt das, so ein Kink von uns. Naja, ciao. So. Meine Mutter hat gesagt, wir müssen irgendwo hingehen. Ah ja. Ja, Gut, ich gehe dann dann auch beende ich richtig hier die eventuell erste Hälfte hin. des zweiten Spieltags. Meine und Ich sag dazu Dominik, gar nichts. Dominik und mein Kampf zählt nicht, ne? Ich Ich weiß, der war jetzt auch nur. Warum ist da jetzt die Tür so? Stress, 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 Stress. Naja, ciao. Schönen Ciao. Tag noch. Es ist mit diesem Kleber, es ist mir wirklich ein Mysterium, was da los ist. Was, wenn du den Billigkleber von, keine Ahnung, was ist eine billige Klebermarke? Soll ich Hebel machen? Also den Hebel Ja, umlegen. das, gut, kannst du gerade einen Hebel machen, dann kann ich da die Tür immer überprüfen. Du musst einfach sagen, wenn ich drücken soll. Ja, drück mal. Ja. Jetzt kommt's hier. Und runterfahren. Ah. So, wieder hoch. Und wieder runter. Was ist denn das? Sehr guten Kleber habt ihr da gekauft. Ja. Oh, sorry. Und wieder runter. Jawoll. Also Super Glue würde ich das nicht nennen. Ich würde das vielleicht Billig Aldi Glue nennen. Ja, so. Ja, aber wie gesagt, dann ist der Spieltag jetzt zumindest unterbrochen, bis gegebenenfalls heute Abend. Und dann beende ich auch diesen Stream. Ich streame dann vielleicht später nochmal. Sollten dann weitere Kämpfer auftauchen. Und dann morgen wahrscheinlich, wenn dann Schillig da tatsächlich auftauchen sollte. Sollte. Ja, auf jeden Fall bis später oder morgen oder was weiß ich. Tschüss.